Jo, was geht, meine Freunde? Was ein Intro mal wieder hier an dieser Stelle. Und ich erkläre euch heute, wie ihr die ganzen Borealis-Tarnungen in MW3 Zombies kriegt. Wir fangen direkt an. Wir gehen rein in die Maze. So, meine lieben Freunde, direkt mal zum Anfang. Ich erkläre euch auch, wie ihr dann hier diese Bioluminescent-Tarnung halt von den MW2-Waffen bekommen könnt in Zombies. Also, ihr könnt direkt hier Borealis und die MW2-Tarnung hier direkt in einem machen. Ich mache aktuell nur die MW3-Tarnung. MW2 hole ich irgendwann später. Das ist für mich jetzt nicht so turborelevant. Aber was mir halt, sage ich mal, wichtig ist, ist, euch zu erklären, wie ihr in Zone 1 und in Zone 2 am allerbesten eure Aufgaben machen könnt. Und jetzt gehen wir direkt in eine Runde rein. So, Leute, als kleiner Tipp, falls ihr das Solo macht, nehmt immer Wilder Wächter mit, also hier dieses rote Perk, nehmt immer eine Semtex oder eine Granate mit und nehmt auf jeden Fall eine Täuschgranate mit, weil Täuschgranaten retten euch am Ende das Leben. Das ist ganz wichtig. So, meine lieben Freunde, während ich gerade meinen Grabstein hole, erkläre ich euch schon mal, wo ihr was machen könnt. Also, wenn ihr zum Beispiel Specialist Zombie braucht, einfach ganz normale und Zombie-Kills, generell ganz normale, also aus Hüfte, taktische Haltung oder sonst irgendwo. Waffe, Packer, Punchen und irgendeinen Exfil in Zone 1 nehmen, immer. Also, Zone 1 Exfils bringen Mangler und ganz, ganz viele Zombies und damit könnt ihr die Aufgaben auf jeden Fall machen. Falls ihr aber mal irgendwann mal die Aufgaben kriegt, es gibt ja die Aufgabe in Zone 2 und in Zone 3 250 Kills zu machen oder Höllenhunde oder Jünglinge oder Mimikär, dann würde ich euch empfehlen, in Zone 2 reinzugehen. Mimikär findet ihr am allerbesten in den infizierten Festungen. Die Jünglinge ist immer so ein Ding. Jünglinge und Höllenhunde kriegt ihr eigentlich immer am besten durch die Durchhaltenaufträge. Ihr geht dann eigentlich immer rein in den Auftrag. Geht dann rein so bis 80-90% und dann geht ihr raus. Also ihr aktiviert das PNG und wartet und dann geht ihr raus. Versteht ihr? Also ihr bleibt da so bis 80% drin und dann wartet ihr wieder bis das auf 20 oder so Prozent, es geht wieder bis 80% rein. Und dann spawnen immer wieder Hunde, Mängler und Jünglinge, halt Disciples. Und das ist halt das Wichtige, dass ihr die halt kriegt für die Tarnungen. Dann noch ganz wichtig, es gibt bei manchen Waffen, zum Beispiel auch bei der WSP 9 gab es die, 10 Kills, glaube ich heißt es, 10 mal 10 Kills in 5 Sekunden. Das müsst ihr dann so machen, zum Beispiel ihr geht zu dem Exfil, ruft den Heli und dann lauft ihr die ganze Zeit im Kreis. Also sprich, dass die Zombies hinter euch sich die ganze Zeit irgendwann einordnen, weil dann laufen alle Zombies hinter euch und dann könnt ihr ganz easy einfach reinsprayen. Und dann könnt ihr ganz locker easy die Aufgabe machen. Das ist immer ganz wichtig. Und noch dazu, Critical Kills, sage ich jetzt mal, also kritische Kills, die macht ihr am allerbesten auf dem Kopf. Also am allerbesten. Also es gibt natürlich auch Waffen, die sind so zerstörerisch, dass die einfach komplett alles zerstören. Im Kopf wollte ich schon sagen. In diesem Dasein. Aber ihr müsst gucken, dass ihr immer auf den Kopf zielt. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Kleiner Tipp von meiner Seite aus. Wenn ihr hier seht, dass hier die Zone jetzt zum Beispiel ist, jetzt hier bei mir in der Runde, hier ist jetzt oben die Zone. Also sprich, ist der Exfil und der Exfil die ersten, die weg sind. Das hier ist der letzte Exfil, der als allerletztes weg sein wird. Also von der Zone eingeschlossen. Sprich, wird hier irgendwo der letzte Exfil sein. Und beim letzten Exfil spawnt alles nochmal und da könnt ihr richtig viele Kills machen. Ist vor allem wichtig, wenn ihr irgendwann auf die Platin-Tarnung geht, weil mit der Gold-Enigma-Tarnung müsst ihr ja exfiltrieren. Sagen wir mal, ihr habt die Gold-Tarnung jetzt alle schon und spielt jetzt auf Platin oder halt auf Serpentin oder Serpentinit oder keine Ahnung, auf jeden Fall die Tarnung darüber. Da müsst ihr gucken, dass ihr halt immer wieder neue Waffen kauft oder euch irgendwo besorgt oder ein Kollege nimmt sie mit und die droppt euch, wenn ihr die auf 300 Kills habt oder halt auf die 10 Spezialzombies, die ich euch übrigens auch die beiden Tarnungen immer die Zone 1 Exfils empfehlen würde. Also wenn ihr Gold habt, müsst ihr eigentlich nie wieder irgendwo hin, außer die Zone 1 Exfils. Ihr geht rein, holt euren Grabstein, wenn ihr den habt, geht auf jeden Fall zu dem Zone 1 Exfil und zum letzten Exfil und dann exfiltriert ihr. Weil ihr müsst die Waffen ja nicht mehr exfiltrieren. Das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vergisst das nicht. Auch noch ein kleiner Tipp. Falls ihr mal bei einem Exfil seid und es kommt einer dazu, versucht dann einfach, wenn ihr nicht den besten Exfil habt, einfach zu gehen. Weil es bringt gar nichts eigentlich, sich einen Exfil zu teilen oder so. Weil dann bleiben so wenig Kills übrig. Und es gibt so viele Übergeeks hier in dem Game, die super Milliarden viele Packer-Punch-3-Kristalle haben und Golden Aether-Tools. Und so den Grabsteinglitch haben und dann kriegt ihr nichts an Kills. Also wirklich, das macht dann auch echt irgendwo keinen Spaß.
Ach ja, Leute, auch noch ganz wichtig, ich werde bald ein Video machen, wie ihr dieses Portal hier freischaltet und wie ihr generell dieses Easter Egg löst, wird auch ein Video in sehr naher Zukunft dazu geben. So Leute, noch ein kleiner Tipp von mir, falls ihr in meiner Situation seid. Ich habe hier immer meinen Grabstein, hier bei der Insel, um dann einen Packer-Punch-3-Kristall zu usen und dann hier mir die Perks zu kaufen und meine Waffe zu Packer-Punchen. Also das ist immer das, was ich mache, damit ich halt, ich gehe jetzt aktuell auf die Platin-Tarnung und ich versuche immer und immer wieder direkt schon so halt direkt wieder neue Waffen zu haben. Also oder auch Geld zu sparen oder auch Kristalle zu sparen, damit ich immer, wenn ich irgendwo eine Wandwaffe sehe, die ich noch nicht auf Gold habe, dass ich die einfach machen kann. Also versucht immer sparsam mitzudenken. Falls ihr in dieser Situation seid mit dem Grabstein-Glitch, versucht immer das Maximum aus der Runde rauszuholen, weil ihr könnt mindestens 4, sogar vielleicht 5 Platin-Tarnungen locker easy in einer Stunde erspielen, in einer Runde, also mit letzter Exfil. Könnt ihr ganz easy machen, ist gar kein Problem. Und wie es mit Serpentinit ist, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, dass es sich da auch ähnlich verhält, weil diese 10 Mängler, die bekommt ihr ultra schnell. Ich würde sogar sagen, es könnte noch schneller gehen, weil diese 10, die sind locker easy eigentlich. Die sind locker, locker easy. Also ihr müsst eigentlich ganz einfach nur zu den Exfil gehen, 10 Mängler wegballern und da war es das schon. So, meine lieben Freunde, ich würde sagen, das war es dann auch schon mit der Folge. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare, ich erkläre es euch dann. So schwer ist es ja, sage ich mal, nicht, die Borealis-Tarnung zu erspielen, sondern es ist eher aufwendig. Ich und Kali werden dann jetzt mal hier alles rasieren und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Runde von